Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Als allererstes mal ein frohes neues Jahr für euch. Endlich ist das Jahr 2016 vorbei. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle Zuschauer, die jetzt von Taras Kanal neu hier auf meinem Kanal gelandet sind. Hallo. Tara und ich haben uns vor ein paar Wochen etwas ganz Besonderes überlegt, was wir, glaube ich, noch nicht irgendwo gesehen haben. Und zwar ein Tauschpaket. Aber wir wollen diese Tauschpakete verlosen. Wie das funktioniert, steht natürlich in der Infobox. Aber ich erkläre das auch jetzt direkt mal zu Anfang des Videos. Um mitmachen zu können, beziehungsweise um gewinnen zu können, müsst ihr natürlich Abonnent des Kanals der Person sein. Okay, ich versuch's mal anders. Also, um gewinnen zu können, müsst ihr unter die Kommentare des... Okay, also, wenn ihr das Paket zum Beispiel gewinnen möchtet, was ich Tara geschickt habe, dann geht jetzt auf Taras Kanal, der steht direkt hier in der ersten Zeile der Infobox, schreibt in ihre Kommentare rein, ich möchte gerne das Paket von Bella bekommen, weil... gibt Taras Video einen Daumen nach oben und gibt mein Video einen Daumen nach oben. Und seid Abonnent des Kanals von dem Paket, was ihr bekommen wollt. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, oder Bella? Egal, ich schreib's euch in die Infobox, okay? Jetzt geht's los. Also, wir haben uns übrigens dazu entschieden, ein Winter-Weihnachtspaket zu machen. Also euch quasi ein verspätetes Weihnachtsgeschenk zu bescheren. Also, so sieht das schon mal aus. Und ich bin total gespannt, aber das Traurige ist, dass ich das Paket ja noch nicht ganz behalten darf. Wir haben übrigens nur Drogeriesachen gekauft. Ich sehe schon Vanille und es ist alles okay. Also, das hier ist ein EOS-Paket. Und zwar sind da zwei EOS-Balms drin. Und zwar in der Geschmacksrichtung Winterberry Lip Balm und Vanilla Bean Lip Balm. Und Mann, jetzt bin ich voll sauer. Kann ich mir vielleicht den Vanilla rausnehmen und du nimmst den Winterberry? Wer auch immer das hier gewinnt. Das ist doch eigentlich fair, oder nicht? Hä? Jetzt sehe ich gerade diese Zettel, die da dran sind. Ich dachte, das wäre schon da dran gewesen, aber das ist ihre Schrift. Oh Mann, Tara, du hast so eine schöne Schrift, immer auf Glow oder so. Wenn sie vor mir war und auf Rucksäcke oder so unterschreibt, denke ich immer so, oh Gott, die hat so eine schöne Unterschrift. Und hier ist noch ein Zettelchen drin, beziehungsweise eine Karte. Und da steht, liebste Bella, hier ist das Tauschpaket für eine deiner Zuschauer. In dem rosa Tütchen sind Kleinigkeiten für dich. Die Highlight-Palette ist heftig, Schwester. I love you. Okay, die rosane Tasche ist für mich. Mache ich das jetzt als erstes oder als letztes auf? Ich mache es als letztes auf. Dann bleibt es spannend. Okay, also EOS Lip Balm. Dann als nächstes. Das hier ist so ein Acrylbehälter für Lippenstifte und so weiter. Das finde ich immer ganz gut, wenn man so ein paar Lippenstifte auf dem Schminktisch hat, die man immer benutzt. So Alltagslippenstifte oder die Lieblingslippenstifte oder so. Damit man die nicht immer in der Kiste immer auskramen muss. Das habe ich nämlich zum Beispiel das Problem. Muss ich mir eigentlich auch mal besorgen. Und da gibt es so viele im DM. Da könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen, falls ihr dieses Paket hier nicht gewinnt. Die sind cool. Dann ist hier noch eine sehr schöne Kerze drin in so Silbermetallic. Dann ein Lippenstift von L'Oreal in der Farbe Brick Fashion Week. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Winterfarbe, Leute. Das ist eine Winterfarbe. Da habt ihr dann schon mal euren ersten Lippenstift, den ihr da reinstellen könnt. Drogerie-Kosmetik-Lieblinge öffnen. Erstmal ist das so eine schöne Tasche von NYX. Die habe ich auch. Ist richtig cool. Die ist so in einer Lippenform. Wir haben uns übrigens auf einen Preis von 50 Euro geeinigt. Und da hat sie auf jeden Fall so einiges für bekommen. Wow, Leute, da ist so viel drin. Okay, ich kann das jetzt gerade nicht aufmachen, aber hier ist zum Beispiel eine Lidschattenpalette von L'Oreal. Dann Highlighter von Trend It Up. Was haben wir hier noch? Von Essence so ein Lipgloss-Set. Da sind so kleine Lipglosse drin. Und noch ein Blush von Essence. Oh, der ist aber schön. Oha, ein Strobing and Highlighting Powder. Schaut mal bitte, wie schön. Ich möchte bitte alles behalten, Tara. Wir müssen noch mal ein Tauschpaket machen, wo wir uns gegenseitig beschenken. Du hast meinen Geschmack. Dann haben wir hier noch Kleinigkeiten. Lipgloss. Dann noch ein Lip Liner. Ein Liquid Eyeliner. Ein Nagellack. Vor allem Soft Matte. Das hier ist von Trend It Up ein Soft Matte Nagellack. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier noch? Ne, das war's. Wow. So, ich nehme jetzt schon mal mein schönes Paketchen raus und stelle es hier hin. So, dann haben wir hier nach verregneten, verschneiten Tagen von Dresdner Essenz einmal ein Sprudelbad in einer Limited Edition, natürlich Spekulatius oder so. Zimt Spekulatius, so eine Winter Edition. Und von TT Sept ebenfalls ein Bad, Wintermärchen. Also da riecht ihr wahrscheinlich wie aus der Weihnachtsbäckerei. Was haben wir noch? Für spröde Lippen und zu trockene Foundation. Da hat sie hier einmal, oh mein Gott, der ist so geil, das habe ich auch, von Balea so ein Roll-on Lip Balm. Das ist mit Kokosöl.
bzw. Kokosduft. Das ist richtig, richtig gut. Super geil für trockene Lippen. Und dann hat sie noch von L'Oreal den Perfect Match Highlighter. Das ist so ein Flüssig-Highlighter, den kann man mit Foundation mischen oder so auftragen als Highlighter. Das ist richtig cool, wenn man mal ein natürliches Make-up haben möchte oder so. Es ist Hammer. Oder so ein sommerliches Make-up und einfach mit der Foundation vermischen. Richtig, richtig cool. Dann haben wir hier noch einen Kunststoffaufhänger. Oh, guck mal, der sieht eigentlich so aus wie der, den ich... Ich habe da hinten auch so einen. Hier ist so eine Kugel. Ich habe da hinten auch eine liegen. Die sieht genauso aus. Und die habe ich auch in meinen letzten Videos immer genau hier liegen gehabt. Also ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt, was man nur an Weihnachten benutzen kann. Also es ist eigentlich echt zeitlos, gerade dieses Kupfer. Ich möchte alles einstecken. Das passt einfach perfekt zu meinem Schminkzimmer. Als nächstes haben wir hier ein Essential für diese Jahreszeit. Und zwar sind das Salbei-Halsbonbons. Es ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger kalt. Gerade heute zum Beispiel ist es unnormal kalt. Und damit man keinen trockenen Hals bekommt, hat die Tara euch hier Salbei Bonbons mit eingepackt. Schaut mal bitte. Einmal Wärmesohlen. Die werden so automatisch warm. Richtig cool. Und Wollplüschsohlen von Balea. Also die könnt ihr euch in die Schuhe tun und habt auf jeden Fall warme Füße für den Winter. Das ist ein Tee und zwar Zen Balance. Bio-Kräutertee mit Zitronengras, Eukalyptus und Ginkgo. Also auch wieder wunderbar was für kalte, gemütliche Tage. Während ihr mit eurem Tee-Sept und ihr Dresdner Essenz Badesalz in der Badewanne liegt, könnt ihr diesen Tee trinken. Oh, und was von NYX. Sehr, sehr gut. Eine Palette, die ich übrigens auch sehr, sehr gerne mag, ist von NYX die Dream Ketchup Palette. Und zwar, sie schreibt auch, heftigste Pigmentierung, die sind richtig, richtig gut. Ich will das hier nicht auseinandernehmen, sie hat das so schön gemacht. Da sind halt Bronzetöne bei, hell bis dunkel, also für Alltag und für abends. Richtig cool. Hier, der Ton an der Seite hat so einen geilen Schimmer. Ich mag die Palette richtig gerne. Und als allerletztes, was haben wir hier noch? Oh ja, diese Handschuhe. Ich liebe diese Handschuhe. Also ich kaufe hier nicht in weiß, das ist so ein Peeling-Handschuh, weil damit mache ich immer meinen alten Fake-Tan, also mein altes Selbstbräunerzeug ab. Und kann daraufhin dann neues, unfleckiges auftragen. Sie schreibt dazu, ganz Jahres Must-Have, auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zu meinem Geschenk. Also das hier ist nicht aus der Drogerie, da hat sie sich was anderes überlegt. Genauso wie ich bei ihr auch. Als erstes mal Sleek Make-up ist sowieso eines meiner Favoriten. Richtig günstig und richtig gut. Einmal Matte Me Ultra Smooth, ein Lippenstift. Tara möchte, dass ich aussehe wie Barbie. Das gefällt mir. Übrigens, wo ich gerade Barbie sage, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Bei Taras und meinem ersten Video habe ich genau die gleiche Mütze auf. Dann hat sie noch zwei Paletten mit reingesteckt. Oh Gott, Gott sei Dank. Danke, Tara. Ich habe diese Palette hier die ganze Zeit nicht bekommen. Ich habe nur die goldene. Und jetzt habe ich sie endlich. Sie wird dauerhaft ausverkauft. Wo hast du sie her? Kennt ihr doch mit Sicherheit aus meinen Videos, also wenn ihr jetzt von meinem Kanal kommt, meine liebste Sleek Highlighter Palette, die goldene, wo der lilane drin ist. Oh mein Gott! Vielen, vielen Dank, Tara, dafür. Danke, danke, danke. Ach, das brauche ich schon gar nicht mehr. Das benutze ich sowieso. Und dann hat sie noch die Eye Divine Eau Natural. Die habe ich auch noch nicht. Ich habe sehr viele Paletten von Sleek, aber die habe ich auch noch nicht. Sehr, sehr gut. Und als letztes, was haben wir hier? Kann man das essen? Nein, es ist Badekonfetti. Man kann es nicht essen. Badekonfetti, Litschi und Erdbeere. Ach, guck mal, wie süß. Aber ich will das gar nicht aufmachen, weil das sieht so schön aus. Vielleicht stelle ich es mir auch einfach irgendwo hin. Passt zu meiner rosa Dekoration überall. Danke, 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 Tara. Ich bin doch nicht ganz leer ausgegangen. Vielen Dank für dieses kleine süße Geschenk oder die kleinen süßen Geschenke. So, Leute, dieses Paket hier wird jetzt wieder fein und säuberlich eingepackt und dann in der nächsten Zeit an eine Gewinnerin verschickt oder einen Gewinner. Wie das alles funktioniert, habe ich schon versucht zu erklären. Steht aber auch nochmal in der Infobox. Schaut auf jeden Fall auf Taras Kanal vorbei. Der steht, wie gesagt, hier unten direkt in der ersten Zeile in der Infobox. Wenn ihr sehen wollt, was ich so für ein Paket zusammengestellt habe, vergesst auf jeden Fall nicht, beiden Videos einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr bei der Verlosung mitmachen möchtet. Und es wäre natürlich super, wenn ihr unsere beiden Kanäle abonnieren würdet, um uns zu unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes weiteres Jahr. Wir sehen uns natürlich in ein paar Tagen wieder bei meinem nächsten Video. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!